Kletterwoche im städtischen Haus der Jugend. Jeweils zum Jahresende haben die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen, die an dem Heidelberger Suchtpräventionsprojekt teilgenommen haben, die Gelegenheit, ihr Können und ihren Gruppengeist noch einmal zu erproben. Die 7. Klasse der Kepler Realschule, die wir filmisch durch das Suchtpräventionsprojekt begleiten, tankt hier für uns ausnahmsweise vor dem eigentlichen Projekt neues Selbstbewusstsein. Die Schülerinnen und Schüler erleben an diesem Vormittag, dass jeder einzelne Fähigkeiten hat, die im Miteinander schneller und effektiver zum Ziel führen, als im häufig erlebten Gegeneinander des Alltags. Seit 1994 führt die städtische Kinder- und Jugendförderung in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Krankenkassen und dem Land Baden-Württemberg das Heidelberger Suchtpräventionsprojekt durch und erreicht damit inzwischen alljährlich rund 40 Schulklassen. Drei zeitlich aufeinanderfolgende Bausteine bilden dabei die Basis dieses Projekts. Im ersten Baustein stimmen Vorbereitungstreffen mit den Schülern, den Lehrern und den Eltern bei einem Elternabend alle Beteiligten auf das Thema und die Arbeit mit den Schülern ein. Ein Besuch der Klasse in der Drogenberatungsstelle, der aufklärt und Hemmschwellen abbaut, bildet den zweiten Baustein. Den dritten und wichtigsten Baustein bildet dann ein erlebnispädagogisches Trainingsprogramm, bei dem die Schüler Selbstwert, Problemlösestrategien und Teamgeist erfahren, anstatt das zu diskutieren. 2, 1, Start! Auch die Eltern sollen im ersten Projekt Baustein mit dem Spiel Speedball einen Eindruck davon bekommen, was die Schüler später erwartet. Nur wenn alle konzentriert mitarbeiten, kann das Spielziel erreicht werden. Jeder wird gebraucht. Jeder ist wichtig. Keiner wird ausgeschlossen. Beziehungsfähigkeit und das Lösen von Problemen wird wie später mit den Schülern nicht erklärt, sondern erspielt. Nebenbei lernen Eltern und Lehrer so, wie sie die Schüler über das Projekt hinaus aktiv unterstützen können. Durch Suchtmittelkonsum eingenommen werden. Die Betonung des Erlebens innerhalb des Projektes macht deutlich, dass Informationen zu suchtspezifischen Fragen und zu Suchtmitteln für das Grundverständnis aller Beteiligten zwar wichtig sind, aber alleine noch keine erfolgversprechende Prävention sicherstellen. Man weiß heute, dass reine Abschreckung unter Umständen das Gegenteil bewirkt, also eher zum Drogenkonsum verleitet. Moderne Prävention orientiert sich heute deshalb an den Ursachen von Suchterkrankungen. Und diese sind weitestgehend in den Schwachstellen der Persönlichkeit des Einzelnen zu suchen. Besonders suchtgefährdet sind in der Altersgruppe der Jugendlichen die Verwöhnten, also Kinder und Jugendliche, denen es an Eigenverantwortlichkeit mangelt, die keine Eigenverantwortung übernehmen können. Die Gruppe der Verlassenen, damit meine ich Kinder und Jugendliche, die nirgendwo ihren festen Lebensmittelpunkt haben, die von Bezugsperson zu Bezugsperson hin und her geschoben werden, denen die Gemeinschaft fehlt, vielleicht auch die Gemeinschaft in einer Schulklasse oder Jugendgruppe, und die Verlierer. Mit Verlierer sind hier gemeint junge Menschen, die kein Erfolgserlebnis haben auf jeder Ebene und die aus den fehlenden Erfolgserlebnissen auch kein ausreichendes Selbstbewusstsein entwickeln können. Irgendeine dieser ganz gefährlichen Drogen. So, kann man schon was? Also, nach einem Einführungsreferat greift Jürgen Höhing, der kommunale Suchtbeauftragte der Stadt, auf dem Elternabend die sogenannten Alltagssüchte auf, die jeder von uns kennt und mit denen die meisten kontrolliert umgehen können. Wie ist es bei den Kindern mit Sick? Mir geht es dabei um, und da kommen die Kinder eigentlich immer schnell drauf, oh ja, Musik, super. Mir geht es um den Fankult dabei. Kennen Sie das? Backstreet Boys oder Borussia. Oder wie sehr die Kinder ihr Glück und ihr Wohlbefinden davon abhängig machen,
ob sie jetzt zu den, was weiß ich, Toten, zu den Hosen, man sagt ja locker die Hosen, man sagt ja gar nicht den ganzen Namen, ob sie jetzt zu den Hosen dürfen oder nicht. Der Hintergrund? In der Verbindung mit einer Risikopersönlichkeit, der Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit oder beispielsweise Durchhaltevermögen fehlen, entsteht über Alltagssüchte häufig der erste Schritt zum ernsthaften Suchtverhalten. Nämlich dann, wenn aus einer Konfliktsituation heraus immer öfter unkontrolliertes Verhalten entsteht. Kontrollverlust ist deshalb ein wichtiges Merkmal von Sucht und auch ein Hinweis darauf, dass Jugendliche oft jahrelang auf elementare Bedürfnisse verzichten mussten. Hinter dem Griff zu Suchtmitteln stehen ganz normale Bedürfnisse, die jeder von uns hat. Das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach Erfolg und das auch das Bedürfnis, Träume und eigene Vorstellungen entwickeln zu können. Deshalb sind für uns in unserem Ansatz das Selbstwertgefühl, Beziehungsfähigkeit, Durchhaltevermögen, die Fähigkeit mit anderen zu kommunizieren, die Fähigkeit mit anderen Konflikte auszutragen und zu lösen, ganz wichtige Stichpunkte, ganz wichtige Bereiche für die Suchtprävention. Ja, ist das? Ah, ja. Pascal. Ja. Nach den Vorgesprächen mit den Lehrern, der Klasse und nach dem Elternabend beginnt die eigentliche Arbeit mit den Schülern. Gut. Was machen wir und wer kommt zu uns? Vielleicht erstmal, wer kommt zu uns? Die Schülerinnen und Schüler lernen die Aufgaben der Drogenberatungsstelle kennen, welche Drogen es gibt und wie sie einzuordnen sind. Dabei zeigt sich, dass viele Begriffe bekannt sind, aber noch kaum Zusammenhänge zwischen Suchtmitteln und ihrer Bedeutung hergestellt werden können. Das grundlegende Verständnis des Phänomens Abhängigkeit soll deshalb durch das gemeinsame Gespräch entstehen. Fernsehen gucken ist eine Droge. Ich sag mal, Fernsehen kann Suchtcharakter annehmen, sag ich mal. Aber es ist keine Droge, weil es ist kein Stoff. In der Beratungsstelle werden Hintergründe von Abhängigkeit bearbeitet, also warum wird der eine abhängig, der andere nicht abhängig, was läuft in dem einen Leben schief und was läuft in dem anderen Leben besser. Ich möchte mit euch jetzt was machen, wo es einfach um das Thema Abhängigkeit geht. In ein auf Papier gemaltes Profil schreiben die Schüler Lebensumstände hinein, die einen Menschen zur Suchtpersönlichkeit werden lassen. So wird für alle deutlich, wie Sucht entsteht. Annette Heiß-Ritter und Ralf Krämer erleben als Mitarbeiter des Drogen-EV an diesem Tag eine sehr interessierte Schulklasse. In einer Gruppe kommt es schließlich zu einer offenen Diskussion über die Abhängigkeit beim Rauchen. Die Schweigepflicht der Drogenberater nimmt den Schülern dabei die Angst. Haben wir einen Zigarettenautomaten gesehen und mein Freund, sein Bruder, älterer, der war als 16, der angefangen hat zu rauchen. Und dann hat der halt gemeint, ja, mein Bruder, der raucht und so, auf, lass uns auch mal Zigaretten und dann haben wir uns halt Zigaretten durch. Und dann waren wir halt cool. Ein Nebeneffekt in dem Besuch der Beratungsstelle besteht natürlich auch darin, dass die Schwellenangst gesenkt wird, und das ist unseres Erachtens sehr wichtig. Dadurch kommen die Schüler eher in die Lage, in einer Notsituation, wo sie Hilfe suchen, eine Beratungsstelle für Suchtprobleme aufzusuchen. Bevor der erlebnispädagogische Tag nun endlich so richtig beginnt, schätzt jeder in der Klasse durch seinen Platz am sogenannten Teambarometer die Gruppenfähigkeit der ganzen Klasse ein. Dabei kommt es weniger auf die richtige Einschätzung, sondern vielmehr auf das Erfahren der Veränderung am Ende des Tages an. Was heißt es? Kommst du zu diesem Wert von 30? Ich denke, jeder hilft auch nicht dem anderen. Jeder hilft nicht dem anderen? Nee, nicht jeder, manche. Mhm. Also gibt es was zu verbessern? Ja. Denkst du, dass sich das heute verbessert? Ja. Ja? Ja?
Es geht darum, dass sich Schüler untereinander besser kennenlernen. Es geht darum, dass das Wohlbefinden in der Klasse erhöht wird. Wodurch tun wir das? Wir stellen die Schüler vor Aufgaben, die im ersten Moment fast nicht lösbar erscheinen. Und Schülerinnen und Schüler können die Erfahrung machen, wenn sie zusammenarbeiten, wenn sich jeder 100% eingibt, wenn sich jeder 100% konzentriert, wenn sie sich gegenseitig helfen, wenn sie Hilfe untereinander annehmen und wenn sie sich aufeinander verlassen können, dann gelingt es ihnen auch, Problemsituationen gemeinsam zu überwinden. Und das ist ein ganz wichtiges Wort für die Suchtprävention, schwierige Situationen im Leben überwinden lernen. Aufstiegsplätze, fertig, los! Die Problemsituation Speedball überwinden die Schüler übrigens mit Bravour und Cleverness. Nach etlichen Durchläufen und engagierten Diskussionen macht der Ball in knapp 5 Sekunden die Runde. Eine echte Herausforderung an Teamwork und Frustrationstoleranz ist das Spiel Titanic. Ohne den Boden rund um die Matte, auf der die Gruppe steht, berühren zu dürfen, müssen alle mithilfe des Seils die rettende Insel auf der anderen Seite erreichen. Dabei kennt das Betreuerteam kein Erbarmen. Wird der Boden berührt, müssen Schuhe, Pullover und Schals abgegeben werden und das mühselig erhaschte Seil kommt zurück in die Mitte. Während zu Beginn einzelne Schüler ohne Absprachen mit den anderen Lösungen versuchen, setzt sich im Lauf des Spiels die Erkenntnis durch, dass die Aufgabe nur im Team lösbar ist. Besonders gelungene Aktionen werden schließlich mit Johlen und Applaus quittiert. Das Gruppengefühl der Klasse ist während des Spiels dementsprechend gestiegen und die Aufgabe am Schluss wirklich gelöst. Nebenbei müssen die Schüler natürlich auch lernen, welche Art von Kommunikation bringt uns weiter. Sie müssen ihre Art der Kommunikation, der bisherigen Kommunikation, überdenken, um sich weiterzuentwickeln, was ihre Fähigkeit der Zusammenarbeit angeht. Amazonas ist ein Sortierspiel, bei dem die Gruppe auf einer Bank in eine vom Spielleiter festgelegte Reihenfolge kommen muss, ohne dabei zu reden. Da kann es um die alphabetische Reihenfolge der Namen oder um die Größe von Tieren gehen, die die Schüler verkörpern. Wird die Bank verlassen oder geredet, beginnt die Spielrunde von vorn. Mach nicht zu viel auf einmal. Stopp, alles wieder von vorne. Oh Mann, Frau, ne? Bei Amazonas kommt es neben Teamwork auf Fantasie und das Aushalten von Nähe an. Und das bedeutet nicht zuletzt viel Vertrauen haben können. Den ganzen Vormittag tasten sich die Schüler an Konzentrationsfähigkeit, Teamgeist, Vertrauen und Nähe heran. Wartet mal! Nein! Jetzt grad lassen! Na ja! Cool! Mehr und mehr erleben sie dabei, dass auch scheinbar schwache Stärken haben. Sich einmal nicht zu trauen, keine Schande ist und mit der vollen gegenseitigen Akzeptanz eine echte Geborgenheit in der Gruppe entsteht. Ich falle. Aber ich hatte auch ein bisschen eine Sitzhaltung, gell? Ja, das macht man. Das Teamgeistbarometer ganz zum Schluss macht die Veränderung für alle noch einmal erfahrbar. Um
was hat dich jetzt bewegt? Dich hier, du stehst jetzt bei 110 oder wo stehst du denn? Ne? 300. Ja, bei. Was hat dich denn bewegt, dich denn hinzustellen? Weil ich das ganz klasse fand, die Thema. Uns ist es nicht so sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass zwischen dem Thema Erlebnispädagogik und Suchtvorbeugung im Zusammenhang besteht. Uns ist es wichtig, dass durch den zweiten Projekttag das allgemeine Wohlbefinden in der Klasse sich erhöht hat. Man hat auch gesehen, dass wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, es da oft besser funktioniert, als wenn man alles allein versucht. Und naja, ich habe auch gelernt, dass man mit viel, also wenn alle so mithelfen und so, dass man dann auch weiterkommt und so. Ja, wenn man mal abhängig ist, so wie beim Netz, und dann weiß man nicht, wie man wieder rüberkommen soll. Was tun dann die anderen? Ja, die helfen einem dann. Im Zentrum des Heidelberger Suchtpräventionsprojektes steht eine Art Verhaltenstraining für Jugendliche, das die Persönlichkeit des Einzelnen da stärkt, wo Fehlentwicklungen am ehesten eintreten können. Das Konzept reicht durch diesen Ansatz über das Ziel reiner Suchtprävention hinaus, denn es trägt ganz allgemein dazu bei, zusammen mit jungen Menschen positive Lebenskonzepte zu entwickeln. Lebenskonzepte, die beispielsweise auch dazu beitragen, die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen präventiv anzugehen.